So, hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Rome 2 Total War. Wir sind hier in einer Schlacht gegen Karthago. Es ist ein Ausfall aus Kyrene, also Kyrene unter karthagischer Herrschaft im heutigen Libyen, wird von uns belagert und ja, die karthagische Armee macht eben Anstalten hier gegen uns vorzugehen. Okay. Das gefällt mir nicht. War ich vielleicht ein bisschen voreilig, die da vorzuschicken. Und dann kommen mal die Triarier vielleicht hier rüber. So. Wie groß Röchert? Ah, ihr schießt schon die ganze Zeit auf die. Okay. Sind die Triarier gerade noch rechtzeitig, fast ein bisschen zu spät, aber gerade noch rechtzeitig, um das Schlimmste zu verhindern, würde ich sagen. Da kommen mehr Kavallerie rum. Ah, fuck. Also. Naja, ach Gott, Belites. So, also wenn die Triarier hier mit der Kavallerie mal fertig werden würden. Es wird an der Zeit, dass wir die Gegner in die Flucht schlagen. Wir sollten nicht zu lange gegen so eine Phalanx kämpfen. Okay, die Teile haben sich hier durchgesetzt. Unsere Kavallerie, denke ich mal, wird hier verlieren. Hilft nichts. So, jetzt müssen wir Triarier mal vorschicken. Wir haben leider die Armee noch nicht besiegt, da kommt schon die nächste. Jetzt verliert die Kavallerie tatsächlich, wie versprochen. So. Okay, so. Schnell vorrücken, ist genau richtig. So. Und dann fallt ihr den karthagischen Obliden in den Rücken. Ihr den. Und jetzt vermisse ich meine Kavallerie natürlich, ne? Hätte ich die noch, gäbe es jetzt eine ganz klare Aufgabe für die. Habe ich aber nicht mehr. Höchstens mein General. Tja, hilft ja nichts, ne? Wo sind die balearischen Steinschleuder? Ist
Seid ihr das? Nee, das sind libysche Speerträger. Na gut. Geht aber zur Not auch. So. Also die Hastati. Mein Gott, hier. Wie lange wollt ihr euch denn an diesen Hobliten aufhalten? Jetzt kommt wieder die übliche Taktik mit den Velitis von hinten Speere reinschmeißen. Verluste machen, ziehen wir die wieder raus. Jetzt sind unsere Velitis hier im Nahkampf. Ah, perfekt, ihr habt euch durchgesetzt. Ich werde langsam zuversichtlich, dass das hier was wird mit der Schlacht. Panisches Klicken, aber das hat alles seinen Zweck. Ich bin keiner, der gerne Befehle spammt, sagte er, während er doppelklickte. So. die gegnerische Kavallerie, naja. Zur Not wird die sich gegen die Infanterie im Nahkampf dann nicht durchsetzen, denke ich. Nee, nix Rückzug hier. Also die Sozi Extraordinari machen sich bis jetzt sehr gut, finde ich. Gut, die in ihrer Rolle als Reserve sind sie natürlich auch unterfordert vielleicht. Ist aber ja der Sinn, mal die stärksten Einheiten als Reserve zu behalten. Das macht man natürlich unter anderem, um die eben zu konservieren, Verluste zu verhindern. Das ist dummerweise gegnerische Kavallerie. Also, die Sozi Extraordinari, ihr kämpft hier. Die Triarier, raus aus dem Kampf bitte. In die jeweils schlauste Richtung hoffentlich. So. Ihr könnt auch zurückkommen, was auch immer ihr da verfolgt. Ihr könnt mal den Sozi Extraordinari dann helfen und die Triarier schicken wir hier runter zur gegnerischen Kavallerie. So, und jetzt schauen wir vielleicht mal in diese Übersichtskarte her. Also, es gibt noch die Balliste. Es gibt noch jemanden aus Tati. Gibt es eigentlich auch noch meinen General? Nö, natürlich nicht. Unser General ist gefallen. Was auch immer der gerissen hat, das hat nicht geklappt. Also, ich erinnere mich noch, ich habe den auf die Leute geschickt, glaube ich, die Astati da verfolgten. Also die Astati verfolgten jemanden und ich dachte eigentlich, das sei einfach nur so Plänkler. Hab meinen General da drauf geschickt und dann wurde er nicht mehr gesehen. Also. War wohl nicht der beste Move meinerseits. Aber hier so Kavallerie, wenn sie einmal umzingelt wurde, kann sich in der Regel nicht durchsetzen. Und die Sozi Extraordinari. Die schlachten sich hier durch die Gegner. Was sind das denn? Das sind libysche Infanterie, okay. So sieht die also aus. So ein bisschen wie so gallische, ne? Mit den großen ovalen Schilden. Aber gut, die haben hier diese Helme, typisch karthagische Helme. Ja. Die sind auf jeden Fall auf verlorenem Fuße. Und die Sozi Extraordinari, man beachte 173 Kills, 24 Verluste. Ist sogar besser als unsere Triarier, aber ne, unsere Astati haben natürlich auch über 100 Kills, sogar hier über 200. Nicht schlecht. Seid bald bei der Ballistenbesatzung. Okay, wie viele Mann seid ihr denn noch? 25. Ihr seid 24. Ne, 30.
Oha, in Unterzahl. Auf ins Gefecht. Der Gegner sofort. Oh oh, Gegner. Wankend. Genau, die müssen jetzt ihre Ballisten loslassen, um zu kämpfen. Ich fürchte, ich sollte ja aus dem Formationsgedöns auch raus. 27. Wir haben einen verloren. Alles klar, das läuft. Huch, okay. Die hat sie extraordinär nochmal ihre Pila rausgeholt. Und wir haben gewonnen. Allerdings auch hier auf Kosten unseres Generals, fürchte ich. 121 Kills. Alle Achtung, besser als die richtige Kavallerie hier. Sozi-Equites waren es, glaube ich. Wobei die ja gegen gegnerische Kavallerie, und zwar gegen relativ starke Kavallerie, 1:1 gekämpft haben. Wobei diese karthagische Kavallerie, gegen die zuerst gekämpft haben, die war ja von der Balliste geschwächt. Fuck. Schon ordentlich Verluste gemacht hier. Ah, der Gegner auch. Genau, also diese Kavallerie, gegen die ich zuerst gekämpft habe, das war mehr so 2:1 Überzahl, weil unsere in voller Trupp waren, die Gegner sehr, sehr geschwächt waren. Aber danach waren ja nochmal zwei Trupps Kavallerie von der zweiten Armee da und unsere Triarier waren ja auf der anderen Seite, um gegen die Kavallerie auf der linken Flanke zu kämpfen, sodass da auf der rechten Flanke natürlich wir zweimal Velites und unsere Kavallerie einfach nur gegen die gegnerische Kavallerie verloren haben. Na, so viel dazu. Also vielleicht muss ich auch einfach mehr Einheiten mit Speeren in unsere Armeen einbauen. Wir erforschen ja jetzt neuerdings die Reform des Gaius Marius, also die Kohortenorganisation, dass also eine Legion aus 10 Kohorten besteht und nicht aus 30 Manipeln. Die Manipeltaktik war ja sehr erfolgreich, aber es hat sich dann herausgestellt, gegen die Barbaren im Norden, die weniger organisiert. Okay. Das habe ich befürchtet. Ich habe nur überlegt, ob ich das Häkchen wegmachen soll. Naja. Okay. Weil das war, glaube ich, gerade eine Schlacht, die man hätte machen können. Also ich weiß nicht, ob man die hätte gewinnen können, aber man hat immer eine Kaserne, hat man ja doch einiges an Einheiten. Naja, Pech. So, okay. Ja, also Gallien muss befriedet werden. Es wird Zeit, dass wir unseren Gaius Julius Caesar auspacken und mal einen richtigen Feldzug in Gallien starten. Ne? Ansonsten ist Scipio gestorben, ja. Das ist ärgerlich. Das wäre sicherlich vermeidbar gewesen. So. Ja, damit haben wir Kyrene erobert. Ich würde sagen, nun ziviles Munizipium, Handelshafen. Ja, Weinhandel ist in Ordnung. Und dann baue ich tatsächlich hier mal glaube ich, eine Region mit Rekrutierungskapazitäten. So, und hier haben wir ja Pläne, und zwar Treffpunkt, Tagebau, Treffpunkt, Treffpunkt und Handelshafen. Und das war unser Geld, okay. Dann schauen wir mal, was kann unsere Spionin Tolles ausrichten ohne Geld. Einen gegnerischen Spion gefunden. Hier gibt es noch eine Armee. Die Boten der 104. Waren die hier dabei? Bei der Schlacht? Ich glaube ja. Sicher bin ich aber nicht.
Ich kann jedenfalls Palmyra jetzt erneut erobern und riskiere dann aber schon wieder in so einer Verteidigungsschlacht gegen Überzahl zu landen, nicht? Ich glaube, ich greife Tarsus mit der Armee an. Okay. Habe ich ein bisschen klarer für uns erwartet, aber gut. Ja, wenn ich belager, dann kann der Gegner ja wer weiß was ranholen. Wenn ich nicht belager, ich kämpfe aber ja gegen Mauern. Ach so, okay. Das ist das Problem. Damn. Vertaner Zug. Okay. Das hätte ich mir vorher überlegen sollen, dass es ja eine Stadt mit Mauern ist und das. Aber gut, ich habe gedacht, es sei relativ easy. Und dann war es das nicht. Und das Problem ist mit dem selber spielen, wenn da ja die Mauern sind. Also ich bin schon extrem versucht, jetzt Palmyra wieder anzugreifen, weil ich den Verdacht habe, dass diese Armee hier eben da oben mit dabei war. Wenn die aber nicht mit dabei war, stehen hier zwei komplette Armeen und wenn ich dann in Palmyra bin, vernichten die mich. Außerdem hatte ich ja gesagt, Galatien zuerst, nicht? Also ziehe ich mich mal Richtung Edessa zurück. So, also hier haben wir eine Lücke in unserer Verteidigung in Form von einer fehlenden Legion. Hier drüben läuft es dafür besser, was den Krieg gegen Neukarthago angeht. Das Problem ist nur, dass es ja jetzt nötig ist, hier die gallische Konföderation aufzuhalten. Damn. Das heißt, im Prinzip kann ich mit den Legionen direkt wieder umkehren. Ja, was geht vor? Also wir haben die drei. Und ich würde sagen, wir brauchen mindestens zwei für Neukarthago, die sich gegenseitig immer unterstützen können. Aber wir brauchen auch für die Gallische Konföderation. Ach, sorry. Gallische Konföderation immer mindestens zwei. Das ist sonst Mist. Unsere ganzen Klientelkönigtümer sind jetzt keine Klientelkönigtümer mehr, weil sie zu dem Krieg Nein gesagt haben. Die hätte ich einfach nicht rufen sollen. Schauen wir zuerst mal nach den Bojan hier. Sklaven, Bojan, Sklaven. Also die rücken Richtung Dakien vor. Und die wollen natürlich aufgehalten werden. Ich würde sagen, Gewaltmarschzeiten sind vorbei. Wir brauchen allerdings, ah ja doch, zwei Runden. Okay, also Belz erobern wir erstmal zurück. Die Spionen schicke ich nochmal hier rauf, in der Hoffnung, die gegnerischen Armeen zu finden. Aha, hier haben wir doch schon eine. Die war definitiv dabei, das weiß ich. Und dann war die andere bestimmt die, die ich eben sagte. Aber jetzt bin ich eh schon hochgelaufen, okay. Ja, außerdem hätte der ja auch, wenn er in einer Runde hier runter konnte, dann kann er auch in einer wieder hoch, also. Legio 3 muss sich fürchtlich ein bisschen erholen vom letzten Geplänkel. Wie lange dauert es denn, bis wir eine Kaserne haben? Ziemlich lange. Oh, und wir müssen Gebäude bauen, sonst haben wir Elendsviertel am Hals. Verdammt. Ich fürchte, das ist jetzt nicht zu vermeiden. Aber ich weiß gerade nichts, was ich abbrechen wollen würde, um das zu machen. Okay. Ich will eigentlich keine zwei Legionen nach Norden schicken. Das halte ich für übertrieben, aber
Neu Karthago haben wir andererseits gerade einen kompletten Stack besiegt und deshalb denke ich, kann ich vielleicht davon ausgehen, dass Neu Karthago erstmal keine Gefahr ist für ein, zwei Runden. Wenn die vielleicht sogar nach hier unten zurück müssen zum Rekrutieren, das weiß ich ja nicht. Vielleicht haben die auch in Baetica was ausgebaut, aber ja, hier gibt es noch eine Armee. Hey, das ist zu aggressiv. Das ist mir eigentlich zu läppsch. Aber es hilft nichts. Weil wenn ich jetzt in Gewaltmarsch gehe und dann in den Hinterhalt gerate, da ist auch keinem bei geholfen. Okay. So, dich können wir jetzt aufstellen. Jetzt verdienen wir wieder über 10.000. Das ist doch schon mal was. Ah ja, die wollte ich da einfach stehen lassen. Wobei, will ich das wirklich einfach stehen lassen? Das ist ja ein bisschen... Die erreiche ich nicht in einer Runde. Ich schicke die mal an die Grenze. Aber ich möchte schon noch Einheiten rekrutieren. Also wenn hier die Kaserne fertig ist, das ist allerdings in 4 Runden. Und hier in Kyrene baue ich auch Kasernen. Gehen schneller fertig. Siehst du, dann kann ich genauso gut weiterlaufen. Denn wenn ich das hier erober, dann gehört das ja zur gleichen Provinz, zu Libyen. Sodass ich dann eben in Kyrene bald Einheiten rekrutieren kann. Okay. Dann war das unser Zug. Wow. Also, 2 Schlachten hintereinander gegen Karthago, das war intensiv. Die eine, wer letzte Folge nicht gesehen hat, da gab es eben eine richtig fiese Schlacht gegen Karthago, wo die auch hardcore in der Überzahl waren. Okay. Das ist natürlich unangenehm, einfach so gegen eine Flotte hier in der Stadt zu verlieren, aber ich fürchte, das könnte ich nicht verhindern, selbst wenn ich unbedingt wollte. Also, ja, Karthago schlägt zurück. Machen es uns nicht ganz so einfach. Und dass uns immer wieder mal, erst Galatien, dann jetzt die Gallier, dass uns immer wieder mal jemand noch den Krieg erklärt, ist natürlich auch nicht förderlich für unser Vorankommen. Und ich meine, zumindest haben wir dadurch viele Richtungen, in die wir expandieren können. Man darf nicht vergessen, zwischen mit Baktrien sind wir auch im Krieg. Ja? Wir warten quasi nur darauf, dass sich von denen irgendwelche Armeen dann aus dem Osten hervortrauen und sich auch noch auf uns stürzen. Was führt Galatien hier im Schilde? Ich möchte jetzt diesen fiesen Agenten da umfallen sehen. Nein! Euer Ernst. Ist das euer Ernst? Also der General, freie Heerbanner, Steinschleuderer. Das kann ich denen nicht durchgehen lassen. Die können doch nicht mit dieser Armee hier meine Stadt angreifen. Sorry, aber das ist einfach zu unverschämt. Ich habe noch nicht mal eine Kaserne oder so und trotzdem... Glaube ich, dass das ein bisschen frech ist. Okay, wir müssen allerdings schlau kämpfen, um hier eine Chance zu haben. Also, folgendes. Ihr seid unsere Front. Ihr seid unsere Reserve. Obwohl. Ja, doch. So, wo wollt ihr hin? Ihr denkt euch, was, da will er verteidigen? Nö. Ja, teilt euch halt auf. Es ist auch in Ordnung, wenn ihr euch aufteilt. Kein Problem, ja. Ich laufe euch auch hinterher und besiege euch dann später, wenn ich mit euren Kameraden fertig bin. Ja, kein Problem, teilt euch auf. Wenn die nämlich alle zusammenbleiben, dann ist es tatsächlich... naja.
anspruchsvoll, sag ich mal. Ich will es nicht schwierig nennen, aber einigermaßen anspruchsvoll hier zu gewinnen. Wenn die aber nicht zusammenbleiben. Ah, okay. Also die Levis verwende ich jetzt, um hier die gegnerischen Steinschleuderer zu vertreiben. Beziehungsweise in dem Fall hier, um den gegnerischen General durch die Gegend zu kiten. So, und das war das. Jetzt müssen wir uns darauf einstellen, den gegnerischen General bekämpfen zu müssen. Aber erstmal müssen wir hier den Rorari noch zur Hilfe kommen. Ne? Immer wenn ich Speere von hinten auf die Gegner werfe, machen die halt immense Verluste. Deshalb diese Taktik, ein Trupp bekämpft den Gegner, ein Trupp wirft von hinten Speere rein. Und das würde ich gerne hier beim General auch so machen. Das heißt also, die Prinzeps engagen und die Levis laufen in optimale Position, um ihre Speere loszuwerden. So, hier klappt das auch nicht so richtig. Wir gewinnen den Kampf, aber viel zu langsam. So. Und für euch habe ich jetzt gar keine Verwendung mehr. Das heißt, ich schicke euch einfach mal auch in den Schleinschleuder daher. So, und das ist hier gut, dass wir hier jetzt gewonnen haben, denn die Prinzeps brauchen gegen den gegnerischen General vermutlich Unterstützung. Teilen wir uns mal auf, um den zu flankieren. Also die Levis werfen die dann so von aus Gegnerrichtung gesehen quasi rechts. Und währenddessen fallen wir dem Gegner mit den Rorari dann in die linke Flanke. Ne? So, das reicht. Ihr müsst dafür nicht in Position bleiben, Hauptsache ihr bekämpft die. Ihr sollt bis hier hinten laufen, bitte. Ja, jetzt haben die Steinschleuderer natürlich realisiert, dass das nur Plebejer sind, die sie da verfolgen, und haben die einfach besiegt. Unser General gewinnt tatsächlich, habe ich den Eindruck. Aber gut, das könnte daran liegen, dass sie Levis die ganze Zeit reingeworfen haben. Im Werfen sind die ja genauso gut wie Velitis auch, darf man nicht vergessen. Die haben einfach nur, sind halt günstiger und haben überhaupt keine Moral. Also Velitis verzeihen schon mal einen Fehler, dass die irgendwie in den Kampf kommen. Und dann kommt man denen zu Hilfe und dann hat man noch was von denen. Die Levis nicht. Wenn die von irgendwem im Nahkampf angegriffen werden, dann fliehen die. So, der gegnerische General ist Geschichte. Ihr könnt aufhören, auf unsere Leute zu werfen, danke. Ja, dann ist das Gefecht vorbei. Knapper Sieg, in der Tat. Es war mehr als knapp. Beinahe hätten wir verloren. Ich habe tatsächlich gedacht, es wäre knapper, aber der Gegner hat sich so schön aufgeteilt und er hatte ja drei Trupps. Der hätte unsere zwei engagen können, mit dem dritten flankieren. Und ja. Weil die Plebejer zählen nicht. Das sieht man schon daran, dass die alle tot sind. So, 50 Feinde gefangen. Ja, danke für die Sklaven. Okay. Die Männer schon wieder. Ah, die haben schon noch eine richtige Armee hier. Ist jetzt nichts, was unsere eine Legion da mal eben besiegen kann. Okay, das heißt,
Im Norden brauchen wir Verstärkung. In Gallien brauchen wir Verstärkung. In Spanien brauchen wir Verstärkung. In Syrien brauchen wir Verstärkung. Jetzt habe ich schon 4 Orte genannt, wo ich dringend Verstärkung haben will. Okay. Ich meine, wir können auch irgendeine Front aufgeben, aber ich glaube, das wäre nicht so schlau. Da verkleinert sich unser Reich nämlich dann rapide. Und im Endeffekt verschiebt sich die Front ja dann nur. Pergamon. Okay, wir geben die Front in Syrien auf und kümmern uns erstmal darum, die Türkei komplett zu erobern und eine neue Front aufzubauen. Also Antiochia kann sein, dass wir es verlieren, aber bei Antiochia machen wir dann eine neue Front auf, sobald wir die Türkei erobert haben. Ach ja, die Kimmerer haben ja die Stadt erobert gehabt. Das habe ich auch ganz vergessen. Das ist nur ein weiterer Grund, nochmal nach Osten zurückzukehren. Und ich hebe eine weitere Legion aus. Die Frage ist nur, ob ich die nicht eher nach Norden schicke. Okay, also wir haben Krieg mit Pergamon. Entsprechend ein bisschen Schwierigkeiten jetzt. Pergamon ist ja nicht groß, aber die Kombination ist es halt, nicht? Wir sind überall im Krieg. Und das kommt halt nicht so gut. Oha! Hätte mal, weil sie stehen unsere Legionen zu weit auseinander, um sich hier gegenseitig zu helfen. Ist komisch, dass unsere Chancen so schlecht sind. Also, ich mach mal ein schnelles Speichern. Weil dieser Rückzugsbutton, der ist ein bisschen fies. Manchmal hat man danach dann eine richtig schlimme Situation und hätte besser sofort gekämpft. Wilde Speerkämpfer. Schwertkämpfer. Aha. Das ist ein bisschen stärkere Einheiten. Aber das hier alles, das kann doch nichts. Ist sich das Spiel ganz sicher, dass wir keine Chance haben? Die Gegner haben auch keine Kavallerie. Also es liegt nicht dran, dass wir voll keine Kavallerie haben hier, sondern das ist einfach nur, weil der Gegner so hart in der Überzahl ist mit seinen 3000 Mann gegen unsere 1800, schätze ich. Naja, ich probiere mal den Rückzugsbutton. In der Hoffnung, dass die beiden Legionen sich dann gegenseitig unterstützen. Scheint geklappt zu haben. Na, wir haben ja nicht umsonst 2 hier hochgeschickt. Da müssen wir nicht eine jetzt hier quasi aufreiben. Okay. Das ist natürlich jetzt fies. Was soll das denn? Die Helden unter Männern. Die Garnisonsarmee. Und die heulenden Wölfe. Mhm. Naja gut, das ist aber ja eine gute Schlacht für nächste Folge, würde ich sagen. Also, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Und nächste Folge töten wir die Helden unter Männern.